willkommen bei Soulsy Profile. Ich bin Christoph und ich habe jetzt eine der allerletzten Xbox Ones ergattert. Oh, die ist ziemlich schwer. Erstmal willkommen im Unboxing-Video, ne? So, dann machen wir es da mal auf. Das gute Stück, das gute. Ich überlege gerade, sollte ich das vielleicht noch einfach so hinlegen? Sesam! Nochmal rausgezogen. Ja. Oh. Ja. Die gute. So, und ich denke mal. Oh. Ja, ich würde sagen. Da kommt es auch schon gleich Kinect entgegen. Oh, wenn ihr diesen Duft. Ah. Oh, es riecht nach neu. Es riecht nach Xbox. Es riecht nach Microsoft. Das ist der Download-Code zu Forza 5. Anleitung. Ich komme einfach mal rum. Mhm. Das ist. Warte mal, wird ein bisschen unscharf. Was kommt drauf drücken? Ah, okay, alles klar. Kannst auch hier so zoomen, ne? Das ist für Xbox Live Gold. 2 Wochen, gell? Genau. Jawohl. 14 Tage, die Anleitung. Hier ist, ich denke, das wird die Garantie sein. Hier ist das Headset. Sieht jedenfalls schon mal einiges schicker aus. Ja, die grüne. Genau, diese grüne Leiste. Genau, das ist schon ziemlich cool eigentlich. Hochwertig, ja. Da kommt erst der Controller. Dazu gehen wir später ein. Mhm. Das ist das Highspeed HDMI-Kabel. Tata, zum ersten Mal bei einer Xbox ist ein HDMI-Kabel dabei. Und dann gleich noch Highspeed für 3D. Und das, obwohl sie kein 3D abspielen kann. Noch nicht. Noch nicht. Hoffen wir es. So. Das ist das Stromkabel. Mhm. Ganz wichtig, die Batterie. Nee, ist das keine Batterie. Nee, siehst du? Flüster nicht, ey. Ja. Dann sind gar keine Batterien. Das ist das Netzteil. Sogar das sieht einigermaßen schick aus. Wird wahrscheinlich hier auch an der verschiedenen LED sein, die dann hier aufleuchten wird. Das schauen wir uns später aber nochmal an. So, es fällt hier schon fast alles runter, weil es so viel ist. So. So, vorsichtig hier das Ding mal auspacken. Alles klar, ich hole das hier so raus. So, Kinect. Das werde ich auch gleich mal rausholen. Na klar, hier sind die Kabel drin. Mhm. Oder das Kabel. Oder auch der Kabel. Das wird mit einem sonderbaren Anschluss angeschlossen an die Xbox. Extra so, dass man das bloß nicht irgendwie an den Rechner oder so anschließen kann. So. Kinect. Oh. Nicht berühren. Ja, sollte man nicht tun. Zum Glück ist eine Folie drauf. Oh. Ja, das ist typisch ich. Tada. Tada. Holen wir es erstmal raus. So. Die ist gar nicht so schwer, wie ich das erwartet hätte. Also die PS3 war bei Release, die große Slim, die auch noch da hinten steht, die wiegt um einiges mehr als die Xbox One. Und jetzt packen wir das gute Ding mal auf. Der Boden. Ohne Hoden. Ist eine weibliche. Hat nur Eierstöcke. Das ist das gute Stück.
Hier der Lüfter. Bleibt noch zu erwähnen, dass bei der Day One Edition das, was hier jetzt schwarz ist, chromfarben ist. Ja gut. Was natürlich auch sehr, sehr gut aussieht. Was mir mal direkt auffällt, ist die Verarbeitung. Wenn ihr hier schaut, ist das hier wunderbar bündig auf der Seite, führt aber rüber zu einer Ecke. Kante. Zu einer Kante, die halt hier bündig abschließt und hier genauso rüber geht, übertrieben gesagt. Ich weiß nicht, ob ihr das im Video erkennt, ich hoffe schon. Ja, das erkennt man. Das ist hier genau das gleiche Problem. Also ich muss jetzt sagen, mir gefällt sie optisch, auch wenn sie aussieht wie ein Kassettenrekorder. Auf der Seite ist aber alles in Ordnung. Genau, deswegen, daran merkt man auch, dass das einfach jetzt die Verarbeitung nicht dem Preis entspricht. So, jetzt gehen wir mal auf die anderen Details ein. Nee, es ist die andere Seite. Die glänzende Seite. Hochglanz. Hier haben wir einen USB 3.0 Anschluss. Hier hinten haben wir einen LAN-Anschluss. Hier haben wir einen, ich weiß es nicht, irgendeinen Anschluss jedenfalls. Hier ist der Anschluss für Kinect. Das sieht man auch überall drüber. Dass überall draufsteht, was es ist. USB 3.0 Anschlüsse, nochmal zwei Stück. HDMI. In. HDMI-In, genau. Der optische Anschluss für Lautsprecher für den 7.1, 5.1 Sound und so weiter. Auch für Headsets, ja. Genau. Und TV-Out, sprich HDMI-Out. Und der Stromanschluss der Xbox One. So. Genau. Hier ist auch nochmal ein Schalter. Ja, das wird wahrscheinlich der Anschalter sein, gehe ich mal davon aus. Ja. Hier kann man das Laufwerk ausmachen. Aufmachen, sprich eine CD reinlegen, CD rausholen. Hier ist das Symbol. Ich gehe mal davon aus, dass das weiß aufleuchten wird. Und vom Joypad. Das ist nämlich auch eine ziemliche Änderung im Gegensatz zur Xbox und auch der Xbox 360. Ja, genau. Und zwar, allererstes Mal, der Guide-Button ist hier oben versteckt. Also ich glaube, ich hätte den sonst nie gefunden. Ich hätte einfach gedacht, das ist einfach irgendein Symbol und hätte ewig danach gesucht. Und hätte den Controller gegen die Wand geworfen, weil ich nicht gefunden hätte. Ja, Schirofried hat es gefunden. Und ja, was soll ich dazu noch weiter eingehen? Hier oben hat man jetzt einen Micro-USB-Anschluss. Das ist schon mal sehr, sehr cool, weil man damit mit jedem herkömmlichen Anschluss, Micro-USB-Anschluss, den Controller laden kann. Und ich sag mal, ein Handy mit dem Anschluss hat so gut wie jeder. Und deswegen ist es schon ziemlich cool. Hier unten ist ein Anschluss für das Headset, was so auf den ersten Blick stabiler aussieht als bei der Xbox 360 noch. Und ja, hier kommt die Batterien rein, beziehungsweise das Akku-Pack. Ich versuche es mal aufzumachen. Ja. Zwei Batterien. AA dürfte es sein. Und ja, hier haben wir auch das neue Headset. Sieht sehr, sehr schick aus, muss ich sagen. Ja, ist noch ein bisschen mit Finger-Dutschern überall, aber das ist nun mal so. Und gerade dieser dezente grüne Strich, sage ich mal, schon sehr, sehr cool. Man merkt auch hier, dass es jetzt hier auch ein bisschen dicker ist, dass es hier nicht so schön abbricht. Hier haben wir den Anschluss. Oh, der ist um einiges größer und umfangreicher und man kommt auch besser dran. Sehr cool. Ah, hier gibt es auch gleich einen Knopf zum draufdrücken, damit man eben, damit die mich nicht mehr hören. Gab es auch beim alten, aber leise, da war es ja, aber klar. Es ist einfach hier einfacher, meiner Meinung nach. Ja. Da. Und sitzt. Sieht aus wie ein richtig dazugehöriges Teil. Nicht so wie bei der Xbox 360 noch. Gerade die ersten Headsets waren ja wirklich viel. Ach, ich stecke mir das da mal rein. Ach, das geht wieder raus. Ach, so ein Scheißdreck. Das war halt ein bisschen nervig. Vor allem, weil halt der Laut-Leiser-Knopf und der Stumm-Knopf-Hebel halt noch am Kabel hing. Und das war immer irgendwie ein bisschen lästig. So. Zusätzlich hat es einen weiteren Vorteil. Gerade bei einem Anruf oder wenn sonst irgendjemand was von dir will, kannst du direkt einfach mal auf stumm schalten, sodass die anderen das nicht mitkriegen. Bei der Xbox 360 war es ja, wo ist der Knopf? Wo ist der Knopf? Runtergerissen und Call of Duty tot. Ja, nur weil irgendjemand anruft und sagt, und du denkst eben,